Moin Leute and yay, hello friends of rail. So, heute machen wir mal ein kleines Review oder gucken uns niegelnagelneues Modell von Rocco an. Ist eine BH189. Kennt ihr auch unter ES64F4. TX Logistics, eine von der MRCE, ein Mehrsystem. E-Lok mit Sound. Ich habe die auch noch nicht ausgepackt, die ist gerade gekommen. Ich hoffe, die sieht schweinegeil aus. So, hier haben wir Bedienungsanleitung, das übliche mit CMOS Sound. Hier kennt ihr das ja mit der Folie. Die Folie ist diesmal in Gelb, ein bisschen gelblich gehalten. Alter. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, die musst du haben. Schwer drin, gucken wir einmal rauszukriegen. Oh, geht. Zack. Wir machen das mal so. So. Vier Pantos, irrsingen Dachgarten. Und wie ihr sehen könnt hier, wir bringen die Kraft von 8500 Pferden auf die Schiene. Was ein geiles Teil. Überall hier Pferde. Ganz Lok verteilt. Sieht sowas von geil aus. So, gut, dann machen wir einen kleinen Testlauf. So, vorhin haben wir das Timer aufs Gleis gestellt. Und schaut euch das Teil nochmal an, das ist mit den Pferden, überall diese Pferdeköpfe. Hammer. So, falls jemand fragt, ja, Zugrüstteil, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Die sind wie bei jeder Rocco-Lok, vorne Bremsschläuchverbindung, dies, das. Jetzt machen wir nachher ran, dann kommen da noch auf der einen Seite KDs und auf der einen Seite rüste ich die zu. So. Schauen wir mal das Licht an. Könnt ihr schön sehen, drei Licht vorne, nicht zu hell. Und gleichzeitig ist hinten auch Rotlicht an, das kann man auch abstellen. Ich zeige euch mal eben das Licht hinten. So, hier haben wir das Licht hinten. Mit F8 kann man das ausschalten. So, Freunde, da sind wir wieder. Wir haben natürlich jetzt hier CMOS Sound an Bord. Der ist glasklar, laut, mit etlichen Soundfunktionen. Ich will gar nicht auf alle eingehen. Wir haben alles das Übliche. Ich drücke mal eben meine Lieblingstaste hier. Störung, Störung, Störung. Störung deshalb. Cockpitbeleuchtung habe ich hier nicht gefunden. Keine Ahnung, wie das angeht. So, dann rüsten wir das Teil mal eben auf mit F1. Das Kloppen im Hintergrund ist mein Nachbar, der baut da irgendwas um. Also, nicht die Lok. Coole Sache, ne? So richtig lange. Wir haben hier noch drei Hörner. Doppel. So, guckt euch das mal an. Das ist jetzt Speed Step 1 von 28. Moment, ach. Heftig, oder? Also laufen tut die Sahne mäßig. Machen wir einen Tick schneller. Klingt geil, ne?
und läuft leise, als ob sie schwebt. Speedstep 15. Also von den Fahreigenschaften her ist das Modell ein Traum. Von Optik her sowieso. So, ja, dann fahren wir mal runter. So, was gibt's noch zu sagen? Ja, laut Bedienungsanleitung haben wir Führerstandsbeleuchtung, weil F8 ist laut Bedienungsanleitung Führerstandsbeleuchtung Unterdrückung. Ich sehe hier keine, sehe ich als Nachteil, das finden wir aber noch raus. Wie gesagt, die ist gerade erst angekommen und wenig Zeit, das Video zu machen. Deswegen hört auch im Hintergrund mein Nachbar da am Arbeiten. Ne, die Optik ist schon der Burner und die fährt auch wirklich 1A, muss ich sagen. Also, als ob sie schwebt, absolut geil und der Sound ist glasklar. Und du hast halt auch sehr viele Ansagen hier, ne? Zwangsbremsung, Störung. Hast du einen geraucht? Störung. Siefer, Zwangsbremsung, Störung. Siefer. Ja, geiles Modell. Und hat natürlich seinen Preis, wie alle neuen Rocco-Modelle, und ich habe es ein bisschen billiger gekriegt. Aber mir hat die Optik eigentlich einfach zugesagt und jetzt, wo es auf Gleichstelle, wo ich sehe, wie geil der Sound ist und wie geil die läuft, ist es natürlich Knaller. Es ist ein Review und bei Reviews meiner Meinung nach gehören auch negative Sachen. Andere machen immer Produktvorstellungen, da steht ja ein Review, aber es ist im Prinzip eine Produktvorstellung. Ich zeige das Modell, es ist nicht gesponsert, sondern es habe ich gekauft für meine Sammlung, weil ich es saugeil finde. Ich mag die 189er mit diesen vier Pantos und den Dachgarten und hier gefällt mir halt diese Wahnsinnslackierung mit dem Schriftzug. Nachteil ist es ein Rocco, man muss selbst die Scheibenwischer zurüsten. Dann fahren wir ein Stück zurück, ich zeige euch das mal eben. Sound brauchen wir jetzt nicht anmachen. Alter, ist das ein Schleicher. So, ihr seht, noch nicht einmal die Scheibenwischer sind dran. Das ist für mich, wie sagt Carsten immer, Bastelmodell. Aber wenn man die halt haben will, muss man halt zu Rocco greifen, ne? Dafür haben wir geilen Cimo-Sound mit super Motorsteuerung. So. Ich hätte sie mir auch ohne Sound gekauft, nur, ich sag mal, ohne Sound eben rechnen. Ich habe bezahlt so viel. Sind 70 Euro Unterschied ohne Sound und da hätte ich nochmal 26 Euro für ein Esolopi. 26, was zahle ich immer? Ich zahle immer mit Versand 26, 27 Euro für ein Lopi ausgeben. Und ohne Sound 2,10, dann bist du auch bei knapp 2,40. Deswegen habe ich gleich, weil ich 72 hier bezahlt habe, ich weiß, es ist eine stolze Summe, die Sound-Version genommen. So Freunde, hier steht die Lok jetzt so, wie sie bei mir fahren wird. Hier auf der einen Seite schön komplett alles zugerüstet. Kupplung ab und auch hinten auf der Rückseite KD dran. Ebenfalls meine Pantobegrenzung mit dem Faden. Und ja, feines Modell. Ich habe noch eins eben vergessen, wollte ich noch sagen. Wir haben Haftreifen auf der
hinteren Achse hier, zwei Stück links und rechts, also komplett auf der Achse, nicht versetzt. Und die Lok wirkt sehr wertig von der Haptik her, muss ich sagen. Die Bedruckung wird ja auch gerne bei Rocco angesprochen. Sie sieht sehr gut aus, absolut alles klar, aber es wirkt sehr plastisch. Auch wenn die Lok sich wertig anfühlt mit den Ribbeln hier im Gehäuse. Und die hier sind vom Werk separat, die Handläufe. Halt, man muss halt hier Scheibenwischer zurüsten, kleines Gedöns und vorne alles. Ne? Also wirklich feines Modell, wollte ich euch mal zeigen. Und Dachgarten habt ihr beim Auspacken gesehen. Ich kann noch mal eben zeigen. Und ein bisschen die Detaillierung ist natürlich erste Sahne. Ja, kann man nicht maulen. So, das ist Vorstellung hier der 189 TX Logistics. Wie gesagt, die Optik ist der Knaller mit den ganzen Pferden drauf. Wir bringen die Kraft von 8500 Pferden auf die Schiene und deswegen sieht man hier überall die Pferde drauf. Denn hier wie so ein Himmelsschein, TX Logistik. Also, äußerst geiles Modell, hat seinen Preis, war es mir aber wert. Läuft super, Sound super, dann rüsten wir die nochmal auf und lassen die nochmal eben aufs Bild fahren für den Schluss. Ah ja, Simo programmiere ich mit JMRI. Geht wunderbar. Ich vergaß, im Führerstand haben wir noch einen Lokführer. Oder Triebzugführer, wie das jetzt heißt, oder keine Ahnung. Carsten, sagt dir doch mal was. Okay, bis dann. Ja.